pumpen. Ich fange jetzt wieder an mit Training und zwar richtig mit Training. Weil jetzt habe ich wieder richtig Bock, Gas zu geben. Die werden bestimmt auch die nächsten Tage die Fitnessstudios schließen. Ab hier wird's interessant. Oh. Keine Chance auslassen, ein richtiges Training zu absolvieren. Ich brauche mein eigenes Fitnessstudio. Und jetzt hatte ich mich natürlich auch wieder lange mit dem Thema Zaubertrank auseinandergesetzt. Das ist mein erstes Training heute wieder seit 3-4 Wochen. Das ist geil. Was wünscht ihr euch in der schweren Zeit für Content? Wer weiß, wie oft wir die Chance in Zukunft noch haben, richtig zu trainieren. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Das bin ich übrigens. Hallo! Wir haben heute ein paar coole Stationen. Eine davon wird sein, wie ihr es vielleicht schon im Titel vermutlich gelesen habt, dass ich mir eventuell ein eigenes Home-Gym einrichten werde. Wir haben heute Sonntag, Sonntag der 15. Und diese ganze Corona-Sache ist ja gerade völlig am Durchdrehen. Die werden bestimmt auch die nächsten Tage die Fitnessstudios schließen. Also habe ich mir überlegt, was kann ich machen, wenn die Fitnessstudios jetzt schließen? Ich brauche mein eigenes Fitnessstudio. Also habe ich mir einen Gerätehersteller angeschrieben. Dort sind wir jetzt auf dem Weg hin. Die haben wohl ein paar Geräte vor Ort. Das ist so circa eine halbe Stunde von mir, von Berlin weg. Und ja, die haben da ein Showroom und ein kleines eigenes Fitnessstudio wohl. Und das gucke ich mir heute mal an. So, wir sind jetzt angekommen bei DHZ. Und dort dürfen wir heute uns mal ein bisschen austauben. So, Freunde, jetzt gibt es erstmal ein paar ERAs. Ich habe schon 2 Löffel drin, heute ein bisschen mehr, weil ich nicht so viel gegessen habe, damit ich auch ein bisschen Treibstoff habe für meine Muskulatur. Wir haben auch coole Angebote für euch gerade, was euer Immunsystem angeht. Einen coolen Immunsystem-Stack und natürlich haben wir auch viele Snacks für euch. Wir haben Backmischung für euch. Also unbedingt mal Neo-Subs abchecken und auf den kompletten Einkauf fette 10% sparen mit dem Code Kevin10 und den gebt ihr einfach bei Gutschein ein. So, Freunde, das ist der liebe David, den ich schon angekündigt habe. David, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Das ist der Showroom von DHZ hier in Brandenburg. Und ja, jetzt werde ich mich hier ein bisschen austoben und euch mal mein Feedback geben, ob die Geräte auch für mein Home Gym geeignet sind. Ich werde heute alles ein bisschen durchtesten. Der liebe Lukas ist auch hier, der gerade abhaut. Auch ein alter Freund. So, dann gucken wir mal, womit wir anfangen heute. Ist mal was anderes, so eine Brustpresse im Stehen zu machen. Das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Den habe ich auch so noch nie gesehen eigentlich. David meinte gerade, hast du schon recht irgendwo. Du sitzt den ganzen Tag, ne? Du sitzt im Büro, du sitzt im Auto, beim Training sitzt du auf den Geräten rum. Hier stehst du halt mal bei einer Übung. Und gar nicht so schlecht. Aber für mein persönliches Home Gym wäre das, glaube ich, nichts. Der geht von hier ist die Ausgangsstellung und der geht so rein. Das fühlt sich eigentlich echt cool an. Ein gutes Gefühl. Boah. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 3 Tagen auch erst aus der Klinik raus. Das ist mein erstes Training heute wieder seit 3-4 Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder nicht trainiert habe. Aber jetzt, wenn nicht alle Gyms geschlossen werden, kann ich endlich wieder Gas geben. Und da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Also hoffen wir mal, dass die Krise nicht ausrastet und wir hier eingesperrt werden. Ja. Jetzt habe ich wieder richtig Bock, Gas zu geben. Und ich hoffe, Vater Staat legt mir da keine Steine in den Weg, dass ich schon wieder Pause machen muss. Aber jetzt trainieren wir erstmal. Gucken wir uns mal die Maschinchen hier an. Sieht auf jeden Fall sehr massiv aus. Ich denke mal, das ist eher was für meinen Home Gym. Ah, das ist eine Schrägbank. Okay. Aber wenn du hier 100 Kilo pro Seite drauf hast, kriegst du von da hinten gar nicht mehr weg. Die habe ich noch nie ausprobiert. Die geht auch so in die Mitte rein, ne? Und da ist die echt sehr cool. Wenn du auch so, so zusammengehst, kriegst so einen Zug in der Mitte, das ist unfassbar. Schon auf jeden Fall nicht schlecht. Kann was. Jetzt bin ich mal auf die gespannt hier. Weil die Jungs loben die ganze Zeit die Maschine hier so. Sehr gespannt, ob die Jungs recht behalten. Oh. 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 Ja. So,
ist auf jeden Fall ganz cool. Das ist so eine Mischung aus Kabelzug oder so. Aber zum Ende. So ab hier wird es interessant. Oh, hier ist so mehr so die fliegende Bewegung. Hier, David hat einen kleinen Ventilator angemacht. Also ich glaube, wenn es wieder so ein warmer Sommer wird, stelle ich mir den ins Wohnzimmer. Oder ich simuliere damit einfach Fallschirmspringen und stelle den gerade und schwebe da ein bisschen drauf rum. Aber die ist echt cool, weil du wirklich aus allen Winkeln arbeiten kannst. Also sowas wäre auf jeden Fall was für mein Home Gym. Eine Maschine hast, die 20.000 Sachen dran machen kannst. Dann brauchst du mal fertig. Gucken wir mal ein bisschen uns die Rückengeräte ein. Okay, die geht auf jeden Fall gut in Latt rein. Echt top. Und die trifft den Latt auf jeden Fall auf eine Art und Weise, wie ich ihn sonst nicht treffe. Machen wir mal ein bisschen schwerer. Das ist ja schon gutes Eigengewicht. Eigentlich wollte ich ja nur ein bisschen ausprobieren. Jetzt ist es hier zu einem ernsthaften Training geworden. Aber auch gar nicht so schlecht. Mal wieder ein bisschen was zu tun. Eigentlich wollte ich ja erst morgen anfangen, richtig mit Training. Aber das habe ich heute schon. Keine Chance auslassen, ein richtiges Training zu absolvieren. Wer weiß, wie oft wir die Chance in Zukunft noch haben, richtig zu trainieren. So, Brust haben wir, Schulter, Rücken haben wir. Mal noch ein bisschen Schultern. Was hast du hier für Schultern auf Lager, David? Ja, hier ist was. Ich bin eigentlich ein Ninja, ja? Okay, wir haben Rücken rein mit der Affenleiter. Kannst du gleich mal zeigen. Zeig's euch. Ich mach die komplett dreimal hin und zurück. Ja, okay. Einmal hin, einmal zurück und noch einmal hin. Wie viele Meter sind das? Wenn du es schaffst, dann zahle ich das Essen für alle heute und wenn nicht, dann gut. Ich wiege euch mal in Sicherheit. Alles klar. Ich mache euch fertig, ey. Denken immer hier, dicken Bodybuilder können nichts. Zeigen wir mal gleich, dass es auch stimmt. Das nicht stimmt. Aber es kann natürlich auch sein, ne? Ich habe ja jetzt schon ganz schön lange trainiert, David. Dass ich mich jetzt auch ganz schön ausgepowert schon habe. Der einzige Grund, warum ich die Wette mache. Verstehst du, so? Aber selbst im erschöpften Zustand werde ich David gleich mal seine Schranken weisen. So, was ist das jetzt? Was ist das, André? Das ist ein Bananenbrot. Siehst du das nicht? Ja, du hättest das ansagen können. Was? Das ist ein Bananenbrot? Ist? Ja, ich sitze jetzt auf dem Bananenbrot. Okay, bist du zufrieden? Bananenbrot. Bananenbrot, okay, das ist ein Bananenbrot. Ja. Mach mal diese dummen Fragen. Ich meine, Seitheben, kein Bananenbrot. Was erzählst du von Bananenbrot, André? Hast du gesagt? Was hab ich gesagt? Doch, weiß es, hast du gerade gesagt. An jedem Gerät hast du einen Getränkehalter, ne? Ist auch gut, da kann man ja Margarita reinstellen. Oder eine Mini-Shisha. Kannst dabei noch Shisha rauchen. Das Raucher-Gym. Shisha und Training. Und Jackie Cola. Gibt's an der Zapfsäule. Jetzt wollen wir die Wette einlösen, dass ich diese Affenleiter hin und zurück schaffe und wieder hin. Wollen wir mal gucken. David hat sein Fitnessstudio auch noch um die Ecke. Aber ich habe natürlich jetzt keine Kreide dabei. Die Wette war, dass ich bis zur Hälfte kommen muss und dann habe ich gewonnen. Das war die Wette. Das Böseste ist, das wirklich die Drehung zu machen. Wasser. Was ist los? Cool, freut mich. Ha! Geil gemacht, krass. Gewonnen.
Verdammt, hätte ich auch nicht gedacht, aber... So, Freunde, wir sind durch mit dem Training und sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Ein paar coole Maschinen hat er auf jeden Fall, die für mein Home-Gym auf jeden Fall geeignet wären. Ich habe mir noch ein paar andere Maschinen ausgesucht aus dem Katalog. Die wird er dann da hinbringen und aufbauen, die ich dann das nächste Mal, wenn ich hinfahre, nochmal testen kann. Aber bevor ich keinen Raum habe oder eine kleine Lagerfläche oder sowas, wird das ja sowieso nichts. Also muss ich erstmal mich darum kümmern und dann können wir bestellen. Und dann bin ich endlich unabhängig, was Fitnessstudios angeht. Und auch in der schweren Corona-Krise, falls jetzt die ganzen Gyms zu machen, kann ich dann wenigstens ein bisschen pumpen. Auf jeden Fall fahren wir zu Hause, holen Pippi und Coco ab und dann gehen wir Gassi. Und dann habe ich noch ein bisschen Gesprächsstoff für euch. Also bis gleich. Hast du die Stiefel von deiner Oma geklaut? Nee, das ist von irgendeinem Designer. Ich habe die im Sale gekauft für 50 Euro zum Gassi gehen. Todeshässlich, aber hochgeschnitten. Und hier ist mir scheißegal, wie ich aussehe. Weißt du, was nicht okay ist? Was? Das ist geil, mein Freund. Guck dir mal die Farbkombination an, ja? Leute, auf jeden Fall bewerten von... Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr hier mein Gassi-Outfit bewertet. Soll ich dir noch mal ein bisschen erzählen? Ja, bitte. So? Ja. Ja, so. Du. I'm breaking away. I'm moving on to... Ja, Freunde, ich bin jetzt seit 3 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus. Und mir geht es soweit ganz gut. Soweit so gut. Körperlich bin ich ja kerngesund, wie wir schon gehört haben. Aber natürlich ist die psychische Sache da so ein Problem. Da ich ja psychisch sowieso sehr, sehr vorbelastet bin, aufgrund meiner posttraumatischen Belastungsstörung, meiner Kindheit und jetzt momentan natürlich auch der Stress noch dazu kommt, der da jetzt momentan eine ganz, ganz wichtige, tragende Rolle spielt. Also ich hätte selber gar nicht gedacht, dass es einfach nur Stress ist. Eine Lösung ist jetzt zum Beispiel, dass ich Aufgaben abgegeben habe und jetzt eröffne ich ja gerade 3 Ladengeschäfte. Also wenn ihr mitgenommen werden wollt, auch was die Entstehung meiner Geschäfte und meinem Business in Berlin, dann schreibt mal in die Kommentare Hashtag erzähl uns alles. Dann zeige ich euch mal vielleicht die Baustelle, die momentan da ist. Und ja, dann kann ich halt einfach auch nur versuchen, viele Dinge nicht mehr so ernst zu nehmen, ernst zu sehen. Hängen loose, ne Freunde, immer locker bleiben. Aber anscheinend ist mir das die letzten Monate irgendwie nicht so richtig gelungen. Wenn es jetzt wirklich zu dem Fall der Fälle kommt, dass alle Fitnessstudios schließen. Was wünscht ihr euch in der schweren Zeit für Content? Wie möchtet ihr unterhalten werden? Ich versuche das natürlich dann für euch umzusetzen oder ein bisschen darauf einzugehen, damit ihr natürlich trotzdem euren geliebten Kevin Wolter Content bekommt. Ich fange jetzt wieder an mit Training und zwar richtig mit Training. Außer die schließen uns jetzt wieder ein. Dann kann ich natürlich wieder nicht anfangen. Und jetzt hatte ich mich natürlich auch wieder lange mit dem Thema Zaubertrank auseinandergesetzt und hatte auch fest vor, meinen Körper wieder auf das nächste Level zu helfen. Aber das bringt ja alles nichts, wenn ich eh nicht trainieren darf. Deswegen werde ich auf jeden Fall noch warten, bis ich überhaupt irgendwas mache. Weil wenn ich nicht trainieren kann, brauche ich auch keinen Stoff nehmen. Das ist Fakt. Klar, wenn ihr jetzt voll drin seid mit Stoff gerade, ne, und jetzt wird für 2-3 Wochen das Gym geschlossen, dann würde ich schon moderat irgendwo drin bleiben. Natürlich nicht vielleicht die komplette gleiche Dosis fahren, aber auf jeden Fall nicht absetzen jetzt für 3 Wochen, weil danach wieder anfangen, bis ihr die Hormonkurve wieder in den Griff kriegt, oben zu sein, dann jetzt 3 Wochen abzusetzen, dann wieder rein und bla, Alter, das bringt euren Körper, euren Hormonhaushalt so in Arsch und so durcheinander. Bleibt auf jeden Fall drinne, aber moderat, ja. Jetzt müssen wir einfach das Beste daraus machen, Freunde. Und vor allen Dingen darauf hören, was der Staat uns rät und sagt. Wenn die sagen, bleibt zu Hause und ihr euch trotzdem in irgendwelchen Parks trefft und Corona-Partys feiert, dann kann das Ding nicht funktionieren und nicht abheilen. Das braucht jetzt Zeit und Ruhe. Wenn der Staat sagt, Leute, bleibt zu Hause, dann hat das auch einen Grund. Also Freunde, machen wir das Beste draus. Immer locker bleiben. Durchhalten, zusammenhalten und dann überstehen wir auch diese schwere Zeit, Freunde. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und wie es mit dem Home Gym aussieht, werde ich euch natürlich in den nächsten Folgen weiter auf dem Laufenden halten und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei